Jetzt stehe ich hier mit Erik von der Basisgruppenliste. Hallo. Hallo. Ja, auch bei dir direkt zur Sache. Wer in euer Wahlheft guckt, findet keine Kandidaten, also keine Bilder von Kandidaten. Wie sollen die Studierenden so wissen, wen sie wählen? Viele Studierende kennen uns einfach auch durch die Fachgruppenarbeit, in der wir auch viel aktiv sind. Also Basisgruppenliste ist halt eine Liste von vor allem halt Basisgruppen, die gemeinsam antreten und halt vor allem Fachbereichen aktiv sind. Und wir, für uns ist es auch eher so die Inhalte, die im Vordergrund stehen. Also, und wir wollen halt auch nicht quasi so eine Stellvertretungspolitik machen, sondern eher versuchen, mit Leuten halt zusammen aktiv zu sein. Und da ist es für uns dann nicht so wichtig, dass jetzt jemand irgendwie der große Spitzenkandidat oder die große Spitzenkandidatin ist. Auch wieder bezogen auf euer Wahlheft. Ihr beschäftigt euch viel und gefühlt beinahe ausschließlich mit dem Thema Antirassismus. Warum braucht die Hochschulpolitik eine solche Gruppe? Also wir beschäftigen uns auch mit Antirassismus, aber wir beschäftigen uns auch mit anderen Themen. Also zum Beispiel auch für eine bessere Wohnraumpolitik für die Studierenden, auch für andere Gruppen. Auch gegen den Rechtsruck, der leider auch in Göttingen zu spüren ist in der Gesellschaft gerade. Und natürlich auch für unsere Rechte in eigenen Fachbereichen. Also wir haben auch für bessere Studienordnung gekämpft in unseren Fachbereich mit anderen Studierenden zusammen und haben das eigentlich auch durchgesetzt und haben jetzt sehr viel weniger Stress in unserem Studium, was ein ziemlich großer Erfolg natürlich ist. Natürlich ist antirassistische Arbeit auch weiter notwendig und dafür müssen wir auch einstehen und auch an dieser Universität, gerade in Zeiten wie diesen. Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt euch mit der Wohnungsnot befasst und dann ein großes Projekt, mit dem ihr euch sehr identifiziert, ist die OM10. Wie ist das für euch gelungene Wohnraumpolitik und wie kann das zukunftsträchtig sein? Es kann dahin zukunftsträchtig sein, zu zeigen, dass es halt auch guten Wohnraum innenstadtnah auch für Gruppen geben kann, die halt gesellschaftlich eher marginalisiert sind, seien es jetzt Geflüchtete oder Leute, die halt wenig verdienen. Und dass es halt eine politische Symbolkraft halt auch hat und dass man dort halt auch einen Ort hat, wo man halt gemeinsam auch halt Missstände dieser Gesellschaft auch angehen kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die OM10 besetzt worden ist, dass es sie weiterhin gibt und dass daraus jetzt ein cooles Projekt wird für unterschiedlichste Menschen, die da aktiv sind. Gut, dann einmal in 30 Sekunden, warum dieses Jahr Basisgruppenliste wählen? Dieses Jahr Basisgruppenliste wählen, weil wir dafür einstehen, dass der AStA nicht nur eine Stellvertretungspolitik macht, sondern auch mit anderen Studien zusammen aktiv wird, indem wir gemeinsam Sachen verändern können, sei es für einen besseren Wohnraum, sei es gegen Rassismus, sei es gegen den Rechtsruck, sei es für unsere Rechte an den Fachbereichen und in der Uni allgemein. Und daher wollen wir halt am AStA auch es schaffen, Plattformen zu geben, wo Studierende selbst aktiv werden können. Und das wollen wir quasi mit den Studierenden zusammen erreichen.